So, und dann machen wir auch mal direkt weiter. Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Und wir sind immer noch hier unten vor diesem großen, netten, unauffälligen Tor. Und müssen dann ja mit Red zusammen eine Mission, beziehungsweise seine Mission im Prinzip. Es ist ja seine Prüfung. Müsst ihr ihm helfen? Mal gucken. Oh, ein bisschen Schluck auf gerade. So, so. Nun, seid ihr bereit? Ich bin bereit geboren, mein Freund. Dann lasst uns gehen. Ja. Lasst uns fortfahren. So, ich denke mal, da werden 10 Milliarden Monster sein. Das wird so ein bisschen Arena-Kampfmodus hier werden. Behaupte ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich behaupte es. Und wieder irgendwo in ein dunkles Loch. Immer ins... Unser Weg führt uns immer weiter, bis ins tiefste Innere der Höhle. Ja, das... Da wäre ich von ausgegangen. Hoffentlich kriegen wir seine Murmel auch nochmal irgendwie. Ich möchte auch so eine Murmel zum Hin und Her gleiten haben. Hört sich so von, als wenn er sich so bewegt, hört sich das an, als wenn er mit einem Elektroauto unterwegs ist. Das summt nämlich dann auch mal jedes Mal so komisch. Wo können wir hier noch was? Hier ist nichts. Okay. So. Los, hier, da hinten, komm mit. Muss ich irgendwas drücken? Ach ja, muss ich. Das macht er natürlich auch nicht selber, ist ja klar. So, Abflug. Hat Nanaki euch eigentlich schon von seinen Eltern erzählt? Nein. Meine Eltern waren beide Hüter dieses Tals und doch vom Charakter her völlig verschieden. Als wir angegriffen wurden, hat sich meine Mutter mutig und ohne zu zögern auf den Feind gestürzt. Sie starb beim Versuch, uns alle zu beschützen. No. Doch, mein Vater war ein Feigling. Er hat das Tal einfach im Stich gelassen und ist geflohen. Du hast also Sitte doch immer nicht vergeben. Sitte. Wie könnte ich? Na, ich glaube, das ist aber nur die ein Teil der Geschichte. Ich denke mal, es wird sich im Nachhinein herausstellen, dass Seto doch sehr mutig war. Ich denke mal, werden wir im Rahmen dieser Story, werden wir das aufdecken. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Die Prüfung beginnt. Von diesem Punkt an dürfen nur noch 2 weitergehen. Oh nö. Derjenige, der sich der Prüfung unterzieht, und sein Beobachter. Ich beobachte. Wer ist der Beobachter? Ich. Ho, ho, ho. Dann wäre es wohl kaum noch eine Prüfung für Nanaki. Oh. Ich denke... Du würdest perfekt passen. Was? Was? Wieso gerade er? Jetzt wird man nicht frech. Hoho! Sagt, wenn ihr bereit seid. Kann losgehen. Gut, Gruppenmitglieder können gerade nicht verändert werden. Gut. Dann lass uns mal einmal hier mal einen Heier machen. Und dann gucken wir gleich nochmal auf seine Fähigkeiten. Weil, wenn wir eh schon mal hier sind. Was ist das hier? Kaufen. Achso, das soll... Das ist tatsächlich okay, alles klar. Megatrank. Nehmen wir gleich 3 Stück mit. Wir haben mal 20.000. Wir gucken gleich mal, dass wir hier nochmal die richtigen Materia mitnehmen. Zerstörung, Barriere. So. Einmal. Und dann gucken wir gleich hier nochmal rein. Red hat 25, genau aus dem Grunde nämlich. Was haben wir hier? Wirbelkonter beim Blocken. Dauerrecherhaltung. Yuffie haben wir gerade nicht, bringt uns gerade nicht viel. Reduziert erlittenen Schaden durch elementare Angriffe um 10. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Blitzelementare Angriffe. Wie viel kostet der? 10. Weil dann nehmen wir den mit. Und wir nehmen den mit. So. Das passt nämlich ganz gut. Die anderen machen wir später. Also Aerith könnten wir ja theoretisch machen, aber das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Und dann gucken wir uns mal kurz die Ausrüstung an. Moment. Ausrüstung, Materia. So. Halsband.
2, 3, 4. Da hätten wir aber mehr davon. Physische Attacke weniger. Normalerweise müsste dann auch auf physische Attacke gehen. Ich glaube, das ist erstmal in Ordnung so. Banditenreif. Ich glaube, dann nehmen wir mal den mit. Einer von den Biker-Reifen. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2-2. Okay, das ist im Prinzip genau das gleiche. Okay. Banditenreif, Biker-Reif. Biker-Reif ist für ihn ganz gut. Dann machen wir nämlich mehr physische Abwehr und mehr magische Abwehr. Das ist dann schon mal gar nicht verkehrt. Materia können wir nochmal ganz kurz gucken. Was haben wir denn da? Heilen haben wir. Heilen haben wir und Automagie. Automagie brauchen wir eigentlich nicht. Glut haben wir, Gewitter haben wir. Autospezialfertigkeit. Das können wir eigentlich alles mal rausnehmen. Autowaffenfertigkeit. Der ist ja komplett automatisiert, der Knabe hier. So, Boost bei Kampfbeginn ab MP Maximum 3. Regenerative Rache heilt TP beim Aktivieren der Rächerhaltung. Magische Attacke plus 20. Ja gut, sonst machen wir tatsächlich mal magische Attacke noch mit rein. Feintechnik. Können wir von Gegenlöschung Landwehr. Die Fertigkeiten können nur eingesetzt werden, wenn die entsprechende Materie angelegt wurde. Autowaffenfertigkeit. Präzise Abwehr. Das können wir mal wegmachen. Gegenstandseffekte im Kampf plus 30. Dann tauschen wir die da einmal aus. Feintechnik. Finde ich zwar interessant, aber die können wir mal... Autowaffenfertigkeit. Guck mal, was wir alles an Autowaffenfertigkeit haben. Wie viele? Synchroling, was ist das? Bei Ansatz einer Synchro-Fertigkeit aufladen der Synchro-Leiste des unbeteiligten Gefährten. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir zusammenfighten. Provozieren Geschwindigkeit. Geschwindigkeit plus 5. Autospezialfertigkeit. Das müssen wir alles nachher wieder zurück switchen. Provozieren. Effektdauer. Ja, lassen wir mal. Bewusstsein. Willenskraft plus Bewusstsein. Ausdauer, Vitalität plus 5. Automagie brauchen wir, glaube ich, nicht. Heilen. Absorption. Das könnte man noch mitmachen. Blut, Gewitter. Eis bräuchten wir eigentlich noch. Und was, glaube ich, noch ganz geil wäre, wäre Analyse. Ausdauer. Meister der Gegenstände. Aero anwendbar. Feintechnik. Ich glaube, ich werde Feintechnik mal austauschen. Attacke und Effektdauer verbundener Materie. Automagie. Automagie, Automagie, Automagie. Warte mal, wir brauchen doch Elementaraffinität. Zusätzliche Elementarschaden. Ja. Verstärkte Abwehr. Barriere, Zerstörung, Versiegelung, Schwerkraft, Gestein, Toxin, Luft, Gewitter. Analyse bräuchten wir eigentlich. Okay. Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu viel umswitchen. Ich muss sowieso die ganze Materie von allen Teamgefährten sowieso nochmal umswitchen. Das muss ich sowieso nochmal machen. So. Es kann losgehen, sobald ihr bereit seid. Ich bin bereit. Es kann losgehen, sobald ihr bereit seid. Achso, ich dachte, wir müssen das extra bestätigen. Ja gut, dann lass uns mal los. Wehe, du guckst nicht ordentlich. Keine Angst. Achso, warte mal, eine Sache. Eine Sache muss ich tatsächlich noch gucken. Was ganz vergessen. Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Habe ich nicht, alles gut. Weh, du guckst sie ordentlich. Was ist das? Das, was von jenen blieb, die im Tal eingeschlossen wurden. Ihre Trauer verweilt für immer an diesem Ort. So. Wir kümmern uns um alles. Schick mal schön in Sicherheit. Also fighten können wir doch zusammen. Ich bin schon dabei. Hier komme ich.
So, wollen wir gleich mal mächtige Abwehr, feurige Verkettung. Wir versuchen mal feurige Verkettung. Jetzt, sehr schön! Auf die Nuss! Ja, auf die Nuss! Oh, stopp! Mächtige Abwehr, Wirbelfänge. Immobilisiert! Nein, nicht gut. Jetzt hab ich ja das Sagen. Da geht noch was, schon vorarbeiten lassen. Also ich glaube, den brauche ich nicht weiter. Die Kamera ist so gerade. Solche Wände solltest du problemlos erklimmen können. So, Red kann sich kletternd an manchen Wänden fortbewegen. Nähere dich einer solchen leuchtenden Wand und benutze Blop, damit Red an ihr hochklettern kann. Gib jedoch Acht, dass du nicht zwischendurch aufhörst zu steuern. Also hier Kreis drückst oder überwindbare Stellen gerätst, da Red sonst unsanft herunterfällt. Gib jedoch Acht, dass du inzwischen drückst. Achso, okay, also kein Kreis drücken. Gibt's hier noch was zum Sammeln? Okay. Okay, also mal durchgehend drücken. So, müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie... Warum es leuchtet was? Da komme ich nicht hoch, ne? Da muss ich mir erstmal so ein bisschen umschauen hier. Da müssen wir da hoch. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Perfekt. Super Ether. So, Super Ether. Dann müssen wir da irgendwie runter. Wir müssen da irgendwo lang. Hier sehe ich jetzt gerade nichts. Noch eine Kiste oder sowas sein könnte. Da müssen wir runter. Okay. Huch. Kommst du auf einmal her? Hätten wir den Weg nicht auch gehen können? Man ja eine Gänsehaut. Ich verstehe dein Unbehagen. Vor 45 Jahren gab es hier einen schrecklichen Kampf. Und die Spuren sind auch heute noch zu sehen. Oh oh. Willst du etwa sagen, dass die Gie bis hierher vorgedrungen sind? Kann mir vielleicht mal irgendjemand erklären, wer oder was die Gie sind? Wer nicht aus unserem Tal kommt, der kann natürlich nichts mit ihnen anfangen. Aber übe dich noch ein wenig in Geduld. Schon bald wirst du es erfahren. Bist ja da. Was ist das? Hey. Ja, also. Da war noch am Zucken. Ich dachte, den müssen wir noch bekämpfen, aber das war's. Ich denke mal, das gibt nachher auch einen richtig satten Bossfight noch. So, da gibt's doch garantiert noch Kisten da oben. Hier natürlich. Na, lass uns mal hier hoch. Da gibt's meistens was. Ein paar Kisten. Hey, wo rennst du denn hin? Hast du keinen Beobachter mehr? Doch, ich muss doch hier noch die Kisten holen. So. Hier noch irgendwie. Achso, da können wir, oder?
Können wir auch noch nach oben? Ja, da ist schon wieder irgendwas im Gange. Da sind noch mal ein paar Viecher. Jawohl. Da muss auch garantiert was. Das sieht mir danach aus, wenn wir hier oben noch hin sollen. Vor allem, ich habe Schiss, dass ich hier irgendwas vergesse und was übersehe. So, dann nehmen wir Barrett auch nochmal mit dazu. Fertigkeit, maximale Wut auf 104. Das löscht nicht wie ein Segen. Adieu! Ah, Moment. Ah, ich glaube, es ist aus dem Ohr geflogen. Das war gut! Wir kriegen aber jedes Mal Heilung, kann das sein? Weil wir haben jetzt maximale Energie. Maximale Energie und ich meine, wir hatten zwischendurch ein bisschen Schaden geholt. Das würde ich auch gerne können. Ja. Huch. Ja, es hat schon Vorteile. Ah, oh, dieses scheiß Langkabel schon wieder. Nein, runter möchte ich. Ich gucke hier oben noch ein bisschen rum. Wie gesagt, nicht, dass wir hier aus Versehen irgendwas übersehen. Guck mal, da ist nämlich schon so ein komisches Seil. Da oben ist doch offensichtlich auch noch was. Diese Wände sind ja auch nur nicht zum Spaß da. Brauchst du keinen Beobachter mehr? Megaspray. Hm. Ich denke mal, da oben ist er noch. Ich kann da einfach nicht drum rum. Ich muss da einfach oben gucken gehen. Hey, wo rennst du denn hin? Halten. Na, siehst du, irgendwas habe ich mir doch schon gedacht, dass das Seil da irgendwas tut. Irgendwas habe ich mir schon gedacht. So. Angriff! Hier, komm ich! Seh dich! Das war's! Schon erledigt. So, und trotzdem mal wieder volle Energie, ne? Kriegen jedes Mal wieder volle Energie. Ich meine, das finde ich zwar immer sehr nett, aber das heißt natürlich auch, dass wir wahrscheinlich irgendwo nochmal richtig einen auf die Mütze kriegen oder nochmal einen Bosskampf kriegen oder sowas. Ich meine, es muss sowieso in einem Bosskampf enden, weil das darf. Ansonsten wäre es da keine Prüfung. Das würde ich auch Nein. gerne können. So. Zum Glück haben wir keinen Schaden genommen. Mal weiter. Ich denke mal, die Gegner werden immer stärker werden und irgendwann werden wir noch einen Bosskampf haben. Brauchst du keinen Beobachter mehr? Lämpchen auch alle kaputt. So, wo haben wir die Wände noch für irgendwas hier? Hier kommen wir nicht hoch, ne? Da.
bringt uns das auch nichts. Da ist nichts. Mutmaßlich. Wie ich schon sagte, die richtige, guck mal, das ist Handgranate, Gegengift etc. Das ist schon alles Material für den finalen Fight. Für den Prüfungsfight. Wenn wir dann tatsächlich nicht mal im Fight sogar noch die Wände irgendwie nutzen müssen. Guck mal, da oben müssen wir hin. Dann machen wir erstmal die fertig hier. Ah, wir haben hier volle Energie gekriegt. Ah, wir kriegen hier erstmal volle Energie. Ah, so, wir müssen auf jeden Fall erstmal zwar nach unten, aber wir gucken erstmal hier oben, ob hier noch was ist. Das würde ich auch gerne. Ja, das wissen wir jetzt. So, da oben ist nichts weiter. Da scheint auch nichts zu sein. Denn ab. Auch noch eine Handgranate. So, da drüben können wir noch mal hin. Wobei wir könnten auch tatsächlich da oben lang. Hey, wo rennst du denn hin? Amulett aus alter Zeit. Ich glaube, das ist neu. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Weißt du, nee, wir werden nicht geheilt. Ich weiß jetzt, woran das liegt. Wir machen das, wir haben ja die Materie, dass wir mit jedem Schaden, den wir austeilen, wieder nachher das Spiel wieder kriegen. Deswegen werden wir immer wieder geheilt, weil wir eben halt diese PP immer wieder kriegen. Hatte ich ja extra eingesteckt, habe ich nur ganz vergessen tatsächlich. So kriegen wir jedes Mal. Mit jedem Schaden, den wir austeilen, eben halt auch ein bisschen Heilung. So, das sieht mir schon nach einem Bossfight aus. Und zwar nach dem Knilch, der dann da in der Mitte steht. Ja, der schlüpft doch garantiert gleich, oder? Der ist tot, oder? Nein, ich glaube nicht. Er gehörte zu der G. Ah. Ganz schön groß. Oho. Oh ja, in der Tat. Man soll sein Gegenüber ja eigentlich nicht nach dem Äußeren beurteilen. Ja, ja. Aber die G sind genauso fürchterliche Gegner, wie ihr Aussehen es vermuten lässt. Und meine Mutter wurde von so einem... Nanaki, hier beginnt deine erste Aufgabe. Ach so, das ist die erste Aufgabe. Sie besteht darin, dich umzuschauen. Du musst verstehen, was hier vorgefallen ist. Okay. Alles klar. Finde die Relikte der Gi. Bring die Wahrheit ans Licht. Nur dann wird sich dein Weg öffnen. Okay.
Drücke L2 über einen herumliegenden Gegenstand, um diesen aufzunehmen und an einen anderen Ort zu tragen. Red behält diesen Gegenstand im Maul, solange du L2 gedrückt hältst. Suche nach Gegenständen, bei denen es sich um Relikte der Gie handeln könnte und bringe sie zu Bugenhagen. Falls es zu einem Kampf kommt, lässt Red den Gegenstand zwar fallen, kann ihn jedoch im Anschluss erneut aufheben. Das heißt, falls es zu einem Kampf kommt, es wird zu einem Kampf kommen. Okay, gut. So, ich brauche Gegenstände. Ich gucke mich jetzt mal hier unten um. Guck mal, das ist doch hundertprozentig auch ein Gegenstand hier, oder? Kann ich aber nicht annehmen. Das. Egal, wir sammeln da einfach alles. Nein. Okay. Finde ein Relikt der Gie. Tut mir leid. Ich wäre fast weggenickt. Stell mal nicht so an. Ja. Ein Andenken des Krieges. Ein Pfeil der Gie. Ein Pfeil der Gie. Trägt das Gift an der Pfeilspitze in den Körper ein, versteinert es den Gegner in Sekundenschnelle. Oh, nicht gut. Äußerst effektiv im Kampf. Oh, das ist nicht gut. Warte mal, Talisman der Gie. Das kriegen wir ja nicht umsonst. Warte mal, einmal ganz kurz geguckt. Nee, Barrett wollte ich nicht. Schal des Grolls. Ach, das haben wir noch gar nicht geguckt. Heilendes Halsband. Erhöht im Kampf die Wirkung von heilenden Aktionen, verringert erlittenen Schaden. Wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Schreibt alle 100 Schritte ein. Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Weltenbummler-Pin. Erlaubt Benutzung von Materia TP Boost. Materia Wind. Verringert ATB-Verbrauch. Lädt die Limitleiste geringfügig auf, wenn der Gegner im Schockzustand versetzt wird. Talisman der Gie. Erhöht die Aufladungsmenge der Limitleiste um 10. Okay, das könnten wir ja schon mal ansetzen. Weil ich denke mal, das wird schon seinen Grund haben, wo wir die kriegen. Glücksanhänger. Platin, Meditationstalisman, Amulett der Zeit. Aus alter Zeit, aber tatsächlich sogar 2. Erhöht Glück und Schnelligkeit um 10. Schützt während des Kampfes vollständig vor sofortigem Tod. Schützt während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Versteinerung. Ich glaube, dann nehmen wir mal den Schutzbit vor Versteinerung, ne? Weil, naja, ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir die Steinpfeile noch, sie noch finden werden. Im Körper, in unserem. So, gucken wir uns mal um. Ich denke mal, die anderen Teile werden eher weiter oben liegen. Und hier liegen überall Waffen. Ich denke mal, dass wir die nachher auch gleich brauchen. Ist ja hier oben müssen wir auch einen Teil, ist doch klar. Oh, unsere leblosen Körper sind erfüllt von Verlangen. Lass los! Oh. Ich sag ja. Wir sind gefangen im Schmerz. Wer ist es, der uns erlösen will? Ich sag ja. Ich hab's doch. Die Hopsocks. So, Fertigkeit. Maximale Wut rein. Mist.
Körper. Ich zähle auf dich. Aufgepasst. Aus. Ah. Ah. Geist eines Gi. Selbst im Tod sind die Gi noch voller Hass auf uns. Sie wandern rastlos durch diese Höhle auf der Suche nach Vergeltung. Ziemlich lästig. Nun, auch sie haben ihre Gründe. Man sollte stets auch einen Unterlegenen mit dem nötigen Respekt behandeln. Diese Statue steht ebenfalls aus gutem Grund hier. Ich möchte daher, dass du entsprechend sorgsam mit ihr umgehst. Okay. Unsere leblosen Hüllen. Wir brauchen die Statue. Okay. Bewege dich mit der Statue mal fort. Ja gut, dann bringen wir sie halt weiter, ne? Dann nehmen wir sie mit. Puh. So, weiter geht's. Gucken wir, ob hier noch irgendwo. Ja, guck mal, das habe ich mir schon gedacht, dass hier nämlich irgendwo noch Kisten sind. Hochwertiges hochwertige Ungeheuerhaut. Na, dann müssen wir die da hinstellen. Oder müssen wir da. Na. Ist das ein Altarraum? Sieht's aus. Anscheinend brauchen wir noch ein paar mehr Statuen. Ich weiß ja nicht. Sieht eher nach einer Hexenküche aus. Geht das etwa nur mir so? Oh, das ist eine wirklich interessante Betrachtungsweise. Bosskampf. Hier kommt tatsächlich der Bosskampf. Die sehen aus wie die von vorhin. Alles hat einen Sinn. Oder Zufälle bestimmen unser Leben. Wer kann das schon sagen? Mal, die sind rot. Aber du weißt sicher, was jetzt zu tun ist, Nanaki. Es gibt also verschiedene Farben. Unsere leblosen Hüllen. Wir brauchen die Statuen. Bringen sie zu ihrem vorgesehenen Platz. Okay. Vorgesehener Platz. Wo ist denn hier meine. Lass uns mal die Dinger hier angucken. Naja, gut, wir wissen nicht. Welche Statue tatsächlich wohin gehört. Ich würde aber mal sagen, die gehört ganz rechts hin. Des roten Kriegsgottes. Okay, alles klar. Das ist schon so vorgegeben, ist perfekt. Unsere uralten Hass. Ein Siegel. Was kommt denn jetzt? Verflucht nochmal! Das war's? Na, da liegen noch andere. Oho. Nein, es hat gerade erst angefangen. Da sind noch zwei. Da hinten lag nämlich auch noch so ein Ding. Des gelben Gottes, okay, des gelben Kriegsgottes. Das sind wir hier schon mal richtig.
eine Statue fehlt noch. So, wo ist das letzte? Von da sind wir, glaube ich, gekommen oder sind wir von da gekommen? Kosmotit? Oh. Da geht's nicht runter. Da geht's auch nicht runter. Irgendwo muss es hier noch eine andere Statue geben. Da wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Irgendwo muss hier doch noch eine Statue sein. Ah, da kommen wir noch nicht weiter. Wir müssen ja erstmal das Portal hier öffnen. Aber wo ist das andere? Da können wir nochmal gucken, auf der Seite. Irgendwo muss noch die letzte Statue sein. Ich glaube, die kriegen wir nicht kampflos. Brauchst du keinen Beobachter mehr? Jetzt mal nach unten, dann gucken wir gleich. Ich gucke erstmal hier oben. Mehrere von den Viechern. Nicht, dass die alle nachher zum Leben erwachen, das wäre ein bisschen ungeil. Und da hinten ist, glaube ich, die andere. Also andere Statue. Tatsächlich so einfach. Das Areal ist mir ein bisschen zu groß, als dass es. Diese Aura. Wie könnten wir sie jemals vergessen? Endlich ist die Zeit gekommen. Das war ja so klar, dass es irgendwie wieder eine Falle sein muss. Warte, ich bin sofort wieder da. Muss hier drüben nochmal gucken, weil hier ging das auch irgendwie nochmal weiter nach unten. Da könnte ja auch irgendwie nochmal eine Kiste sein oder irgendwas Leckeres zum Sammeln. So, und da geht's darüber, dann geht's da runter. Was ist das? Oh, Materie. Gestärkte Abwehr. Ja, hier ist nichts mehr, ne? Nischt, nischt, nischt. Okay, dann können wir die letzte Statue auch abgeben. Hopse. Gruppe beigetreten. Das war die letzte. Oh,
Geschichte dieses Tals beginnt mit der Ankunft der Gi, und zwar vor Tausenden von Jahren. Dieser Altar wurde errichtet, um die Gi in ihm auf alle Zeiten zu versiegeln. Die Gi sollten damit für immer verbannt werden? Wie konnten sie uns dann angreifen? Darauf habe ich keine Antwort. Nur die Gi selbst kennen die Wahrheit. Gehen wir. Du wolltest doch mehr über dich selbst wissen. Ja. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich über unseren Vater, vielleicht auch über unsere Mutter, noch einige Sachen herausfinden. Diese Höhle stellt eine Art Grenzlinie dar. Sie trennt unsere Welt von der Gi. Hätten die Gi uns damals von hier aus angegriffen, wäre unser Tal mit Sicherheit im Untergang geweiht gewesen. Das glaube ich. Doch es gab einen Hüter des Tals, der um die Schwachstelle wusste, die diese Höhle darstellte. Dieser Hüter machte sich ganz allein auf den Weg zur Höhle. Wie erwartet sammelten sich hier die Krieger der Gi, bereit, das Tal zu stürmen. Besetzt von dem Gedanken, seine Heimat zu schützen, stürzte sich der Hüter in den Kampf und schaltete einen Gegner nach dem anderen aus. Sato garantiert. Aber Opa, wenn es so einen mutigen Hüter gab, warum habe ich dann noch nie was von ihm gehört? Sato. Ho, ho. Konzentrier dich erstmal auf das, was vor dir liegt. Garantiert Sato. Ab hier wird es nämlich richtig gefährlich. Ach so. Garantiert Sato. Das war garantiert, sein Vater hat sich garantiert geopfert, um die Gi irgendwie zurückzuhalten. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und er wird es erkennen. Hoffe ich. Gibt es hier auch noch was so in Dingen? Nisch, 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 nisch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Wie lange soll denn der Part hier dauern? 3 Stunden? Tage, Wochen? Jahre? Na, das sieht ja mal richtig einladend aus, was? Das Herz ist allzu schnell erfüllt von Furcht. Doch sie wird nicht gewinnen. Denn du allein bist es, der über dich entscheidet. Nur wenn du alle Türen im Inneren der Höhle hinter dir lässt, ist die Prüfung geschafft. Scheiße. Ja, die tun. Du solltest dich bereit machen. Ich bin bereit geboren. Das ist. Na gut, YOLO, Rainer. Da werden wir einige Fights, glaube ich, haben hier gleich. So, dann geht's ja schon los. Die Musik ist ja schon so ein bisschen. Magie, Feuer. So, schön. Wo geht's hin? Hier runter wahrscheinlich, ne? Ja, da sind wir. Okay. Das ist richtig. Ja, wir können auch die Abkürzung hier nehmen, tatsächlich, aber. Da geht es, glaube ich, offiziell weiter. Lass uns mal hier hingucken. Hier sind ja auch noch irgendwie ein paar Gegner. Findest du es? Komm ich! Adieu!
Das war gut. Eta. Und wieder zurück. Bin mal gespannt, was uns jeweils bei den Toren erwartet. Ob da jetzt mal so ein halber Bossfight kommt. Wahrscheinlich müssen wir einfach alle Gegner töten. Ich glaube, das ist das Einzige. Ich würde mal gerade Magie ausprobieren. Hero Blitz. Da geht es los. Nicht die richtige. Eine Verkettung, das hat nichts gebracht. Mächtige Abwehr, windige Verkettung, Schallwellen. Was sind Schallwellen? Lieg los! Das tut weh! Angriff! So kann's weitergehen! So. Haben wir eine Waffe? Mal gucken, wer die Waffe kriegt. Der Panzerfaust. Ah, die ist für Barrett. Ah, gucken wir doch gleich mal. Ausrüstung Materia Barrett. Favnir. Favnir oder wir hätten Panzerfaust. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, das ist natürlich schon ordentlich, ne? So, dann haben wir für ihn noch eine Möglichkeit. Dann machen wir nicht der mal. Chakra hätte er. Gewitter, Luft, Frost, Blut. Wiederbeleben, Erstschlag, Meister der Gegenstände, TP-Boost. Was haben wir noch nicht? Blut. Gewitter. Gewitter hat er ja aber auch, ne? Gewitter und Luft, ja. Gewitter, Luft. Gewitter, Luft. Mit der Luft, Toxin, Gestein, Gestein, Schwerkraft, Versiegelung, Schlafsturm, Tobsucht, ne, die wirken meistens nicht. Barriere, gestärkte Attacke. Ah, die können wir ja mal mitnehmen, einfach mal testen. So, und hier hätte ich ganz gerne Schaden bei normalen Angriffen. Kritische Treffer von Waffenfertigkeiten. Kritische Schaden plus 10. Erhöhte Resistenz gegen Unterbrechung beim Feuerstoß. Stellt TP wieder her, wenn Gegner im Schockzustand mit Spezialfertigkeiten angegriffen werden. Machen wir einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber machen wir einfach mal. So. Alles klar, haben wir. So, kommen wir jetzt da durchs Tor durch, oder? Und wie sollen wir dieses Ding jetzt aufkriegen? Gute Frage. Nicht wahr, Nanaki? Ja, wie kriegen wir das Ding jetzt auf? Ja, eine gute Frage. Da. Aber mal, da oben ist doch irgendwas. Muss man irgendwie hochklettern? Ah.
in Danaki. Ich weiß. Und dann haben wir zwei von den Herberten hier. Diese Aura, die können wir niemals vergessen. Bin ich aus dem Zelt gekommen. Keine Gnade! Zwei auf unsere Lasten warten. Dort! Hier komm ich! Bring mich mal auf! Fast geschafft! Einer ist weg. Achso, das war schon. Okay. Jo, ich sehe nichts. Sehr schön. Wieder einen Schritt vorwärts. Und weiter geht's. Ne, warte mal, hier hinten ist noch was. Nehmen wir natürlich gerne mit. Smaragd, Karminit. Wo geht's hier hin? Da kommen wir nicht rüber. Wo kommen wir denn da weiter? Ach, hier geht's runter, alles klar. Okay. Treppe gar nicht gesehen. Sehr schön. Das nochmal. Goldnadel. Ein paar Kisten. Und Kloppe! Der Barry kann auch gerade, Moment. Ich bin mal gespannt, ob wir unseren Vater nochmal wiedersehen oder einfach nur die Geschichte kennenlernen oder. Na, mal gucken. Aber unseren Vater werden wir auf jeden Fall sehen. Ich meine, allein schon, dass Bogenhagen noch nicht mal gesagt hat, wer dieser tapfere Krieger war. Die Mutter wird es nicht gewesen sein, weil die gestorben ist. Also wird er sich geopfert haben, 100%. Oh, jetzt sind es drei. Dann kriegen wir auch Platz. Okay, die ist beschädigt. Ach, warte mal, ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. Wir müssen hier da so ein... Können wir die irgendwie einhaken? Moment. Och, hallo. Was will ich gerade sagen? So, einmal Barrett. Bitte maximale Wut auf ihn. Okay, hier komm ich. Phoenix. Bruder. Achso, warte mal, der Phoenix. Machen wir erstmal den. Was geht hier ab?
Was passiert hier? Was war das? Ist nun. Oh, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. So, einmal ganz kurz. Ich brauche einmal eine Magie, Vita. Ich muss durchhalten. Schlapp machen geht nicht. Seelenwanderung, nicht gut. Was auch immer das ist, ist nicht gut. Nanu? Was zum? Machen wir gleich hier mit. So, warte mal, wir müssen einmal Magie. Nee, Courage nicht. Megatrank, Gigatrank. Halt 3000. Wir schmeißen einmal. Los, gib ab! Ich regel das! Was ist das? Was? Das war's! Nee, Wirbelfänge wollte ich nicht. Limit. Aber wir haben ihn ja gleich. Nee, Limit nehmen wir noch nicht. Nee, deswegen hätte sich das nicht gelohnt. Bist du dir da sicher, Nanaki? Können wir die Geister der Gier auf diese Weise von ihrem qualvollen Hass erlösen? Na klar. Wir müssen weiter. Bald haben wir unser Ziel erreicht. Okay, Gegenstände. Nochmal Gigatrank, Megatrank. Lass uns mal davon mal ein paar weghauen. Haben wir eh genug vor. So. Gegenstimme, super krank. So, noch einen hauen wir noch rein. Prepared. Zum nächsten. Hier komm ich. Gegenstände, Magie, Fertigkeit, maximale Wut. Wieder eine Kette. Und da oben ist auch noch mal. Mal gucken. Da können wir gleich mal nach oben. Vielleicht. Noch was Leckeres zum Sammeln. Ein paar Kisten. Das würde ich auch gerne können. Ja, weiß ich doch. Ist hier oben. Guck mal, hier oben ist da noch irgendwie was. Ach Gott, oh Gott. Hier sind ja noch vor allem Gegner. Und hier ist auch vor allem Materia. So, mächtige Abwehr, heilende, eisige Verkettung, donnernde, windige Schallwellen. Ich glaube, die brauchen eher physische Schaden. Ich glaube, wir müssen erstmal auf den roten. Weiter so!
der ist auch gleich im Moos. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Ah, oh, der ist auch schon. Wer ist hier der Boss, ha? Frisch das! Auf geht's! Gesehen? War ich gut oder was? War ich gut oder was? So, nimm noch hier. Nimm noch mal die Materie auf. Danke. Gestärkte Attacke haben wir nochmal gekriegt. Zweier. Gut, hier wieder runter, ne? Oder haben wir hier oben noch was? Ne, das war die Plattform. Das war die Plattform. Ne, okay, dann kommen wir runter. So, da kommen wir von oben. Da haben wir die Kette. So, warte mal, ich will mal hier gerade noch was gucken. Hier waren wir nämlich noch nicht. Ah, okay, hier ist es. Alles klar. Alles klar. Gucken wir erstmal hier unten. Ich denke mal, hier hinten wird nämlich noch was sein. Ein paar Kisten. Ja, ich glaube, das war's. Ein paar Kisten mehr war das, glaube ich, nicht. Gut, dann sind wir jetzt beim Haupttor. Das heißt Bosskampf. Nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Euch habe ich gerade bekämpft. Ich habe gewonnen, das zählt. Wir gehen erstmal hier umgucken. So, jetzt kommt es drauf an. Noch ein Altar? Mhm. Altar des Chefs, wie es aussieht. Sie ähneln sich und sind doch nicht gleich. Dieser Altar hier ist noch viel älter als der andere. Der erste, den wir gesehen haben, wurde gebaut, um die Gi darin zu versiegeln. Doch diesen hier haben die Zetra 1 geschaffen, um mit den Gi zu kommunizieren. Aber wieso wollten sie mit den Gi reden? Sie sind doch unsere Feinde. Hohoho! Gut und böse, Freund und Feind, mögen auf den ersten Blick wie Gegensätze erscheinen, doch die Grenzen sind fließend. Nun denn, Nanaki. Ich bin sicher, dass du auch das nächste Rätsel lösen und uns einen neuen Weg aufzeigen kannst. Da bin ich mir auch sicher, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Denn wir sind schon fast bei einer Stunde oder wir sind etwas über einer Stunde. Deswegen machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break, bevor es dann noch weitergeht. Wer weiß, wie lange diese Mission, diese Prüfung noch dauert. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Final Fantasy wieder. Macht's gut.